Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Das erste Level kommt von Master Toxi. Was ist das für eine Flagge? War das die niederländische Flagge oder ist das jetzt die russische Flagge? Ich weiß das immer nicht. Die sind beide rot-weiß-blau. Watch out for Boom Boom. The bad lad will chase after you. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall schön viel Zeit. Guck mal, das ist ein Häuschen. Da gibt es schon mehr Pluspunkte auf jeden Fall. Gehen wir ins Häuschen rein. Mal gucken, was da drin auf uns wartet. An sich. Okay, wir müssen ihn töten, damit wir seinen Schlüssel bekommen. Aber an sich. Sonst müssen wir nichts machen, ne? Es gibt keine Siegesbedingungen, ne? Und irgendeiner soll einen davon chasen. Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Das war nicht so gut. Der ist sowieso voll der Ninja. Der hat voll die Ninja-Moves drauf. Wenn man mal nicht hinguckt. Dann ist er so richtig schnell unterwegs. Eine Flagge. Das ist schon mal nett. Ich kriege sogar noch ein Pilzchen. Geil. Für jeden Bum-Bum ein neues Pilzchen. Jedes Bum-Bum gibt es ein Pilzchen oder so. Look. Alter, eine 30er Münze, die nehme ich sowas von mit. Okay, das hier finde ich aber auch, das finde ich kreativ. Mit den Feuerdingern, dass sie immer wieder aufgefangen werden, wenn die nach oben gehen. Vor allem, die nerven einen halt übelst. Auch weil sie halt wieder zurückkommen. Aber ganz nett. So. Aber an sich muss man mit dem auch nichts machen. Man muss ja einfach nur stehen bleiben und warten, bis er nach oben hüpft. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts und er wird wahrscheinlich trotzdem sterben. Irgendwann. In den nächsten 10 Jahren. Willst du noch einmal hochhüpfen? Vielleicht hüpfst du, wenn ich hüpfe? Hier, komm hoch. Hallo, ich warte nur darauf, dass du einmal hochhüpfst. Okay, will nicht. Töten wir ihn halt regulär, auch okay. Dann ist das wahrscheinlich der letzte Endfight. Oh mein Gott, der kann ja fliegen. Okay, der ist assig. Ich glaube, den schaffe ich nicht, weil ich jetzt schon mein Pilzchen verloren habe. Und dann ist da noch die Sonne. Oh Gott. Ja. Ich hätte mich einfach nicht bewegen sollen. Los, komm runter, du komischer Typ. Und gib mir die 50er. Wow, Münze. So, einfach in der Ecke bleiben, dann trifft er ihn nämlich nicht. Ach. Okay, der wird assig. Der wird richtig assig. Wie du extra reinspringst. Gar nicht. Ich will das Level ein bisschen strecken, sagst du. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Pilz versteckt? Das wäre richtig nett. Warte, ich schau mal. Ich scoute mal ein bisschen. Komm runter, komm runter. Hilfe, Hilfe, ich habe Angst. Okay, easy. Okay, die Sonne fliegt auch unter einem her, wenn man in der Mitte bleibt. Ach, du Kacke, ey. Wenn ich nicht sofort meinen Pilz verlieren würde, dann ist der, glaube ich, sehr gut möglich. Ja, okay. Ich kann halt nicht keinen Pilz verlieren. Ich springe jedes Mal wieder in ihn rein. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst mit dem, du springst extra rein. So. Ohne Witz. Ohne Witz. So, diesmal springe ich nicht in ihn rein. Ich schwöre das. Guck, ich bleib einfach mal hier stehen. Geil. Und schon hat man einen Pilz mehr. Ach, komm. Nee. Eben war ich doch die ganze Zeit safe, als ich unten war. So, einfach hüpfen. Nein! Ich glaube, so ist eine gute Idee. Einfach warten, dass er sofort wieder, also wenn er losfliegen will, ihn sofort wieder treffen. Aber eben war ich doch safe, als ich in der Mitte... Ich springe jedes Mal! Wieso ist mein Gehirn so behindert? Ich lerne nicht dazu. Mann. Aber es ist witzig. Ich freue mich über meine eigene Dummheit. Meine eigene Dummheit amüsiert mich. So, nicht hüpfen am Anfang, dann geht's einem besser. Und einfach warten, bis er runterkommt, dann ist das eigentlich ganz einfach. So, komm runter, komm runter, nicht du, der andere. Sunny, nicht du. Kann der mal runterkommen jetzt? An sich ist wahrscheinlich geplant, dass man die... Jetzt, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist egal, wir springen sofort wieder auf ihn rauf. Jetzt nur nicht sterben und sofort wieder auf ihn rauf. Ja, nein! Warum? Ich hasse mein Leben. Ich hasse dieses Leben. So, jetzt gehen wir nach rechts. Warten, dass er runtergeht. Springen auf ihn rauf. Alles easy. Springen nochmal auf ihn rauf. Alles easy. Springen... Man kann gleich am Anfang auf ihn rauf. Wie gut ist das denn? Guck mal, wie einfach es ist. Aber das ist gut zu wissen. Wenn man gleich losläuft, dann kann man gleich auf ihn rauf. Bum, bum, er dumm, dumm. Come on. Come on. Easy. Okay, überlebt. Alles cool. Flagge, bitte eine Flagge. Okay, Flagge. Leinschaps sind doof. Da ist das Ziel. Ich spring einfach. Okay. Yeah! Applaus! Ich bin der Allerbeste.
Fand ich nett, einfach schon wegen der Idee mit den Feuerdingern da. Next. 5 von 24, das klingt doch nett. 20% Abschlussrate. This tree got sick from environment pollution. Can you save the tree? Oh, hier richtig mit politischer Message und so. Rettet die Welt, Leute, rettet den Urwald. Der sieht genauso aus wie der Deku-Tree hier. Oh, guck mal, der macht ein frowning face. Oh, er ist ganz blöd drauf. Weil die Menschen alles kaputt machen hier. Immer diese Pollution. Ja gut, der hat ja auch Würmer, ne? Ein Glück hat er keine Pilze. Obwohl, warte mal. So, wenn wir gleich verkacken, dann hat der Baum auch Pilze. Hui! Oder zumindest ein Pilz. Ich glaube, wir kommen gar nicht in den Genuss, das Level nochmal zu machen. Ein Pilzchen. Okay, er hat auch so schon Pilzbefall. Oh mein Gott, dieser arme, arme Baum. Leute, pflanzt mehr Bäume, damit es der Umwelt besser geht. Was ist hier jetzt der Plan? Oh nö, ich sterb einfach. Oh nö, ich sterb einfach. Nee, Mario! Mario, da kommt doch Gift von unten. Oh Gott. Okay, alles noch cool, alles noch cool, alles noch cool. Das war Damage Boost, das ist alles so geplant. Wippe nach oben, Mario. Okay, okay. Kann halt mal das Ziel kommen? Wie hoch ist denn dieser blöde Baum? Okay, wir befreien ihn von seinem ganzen Pilzbefall hier. Ein netter... Oh, okay, ja, jetzt befreien wir ihn. Komm, komm runter. Der macht nämlich alles kaputt, dieser geile Mond. Pow, alles kaputt gemacht, sind wir der Allergeilste. Vom Designer finde ich das richtig nett. Yoshi? Okay. Eventuell, ich glaube, die müssen wir auch töten und dann müssen wir einfach durch eine Röhre gehen, oder? Ja. Finde ich ganz witzig, das Level. Jetzt sind wir am Anfang und jetzt ist der Baum wahrscheinlich wieder gerettet, ne? Jetzt lächelt er uns an. Ja, guck mal, jetzt ist er happy. Oh. One up. Geil. Das Level fand ich cool, das hat so eine Story erzählt. Nett. Und wir haben sogar einen Yoshi. Doch, war gut. Das war cool. Richtig geil, das kommentiere ich sogar. Ich gebe denen auch eine Wahnsinnsidee hier. Wahnsinnsidee, wow. Mit einem Lächeln. Ne, mit einem frowning face, weil die Natur kaputt geht und ich das ganz doof finde. So. Guck mal, da hat hier jemand sogar so einen Baum gemalt. Indiana Toad, Temple of Shroom, okay. Oh, und wir spielen sogar Toad. Richtig gut. Das wäre cool, wenn man einstellen könnte, wenn man spielen soll. I, okay. Komische Pilze. Okay, den müssen wir garantiert ans Ende bringen, irgendwie. Verstehe ich gerade nicht. Es gibt auch so ein Level, da sind diese On-Off-Dinger getimed mit der Musik. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber das klang auch sehr, sehr, sehr geil. Das langt nicht. Langt das so gar nicht? Aber wenn ich hüpfe, dann bin ich sofort tot. So, wie ist hier denn jetzt der Plan? Vielleicht von hier darüber hüpfen? Ich glaube, das ist einfacher, oder? Ja. Und die Pilze sollen dann wahrscheinlich einfach nur verfolgen. Fällt der runter? Nö. Wieso? Doch, doch, doch. Ich komme schon da oben raus, oder? Oder? Mittelpunkt? Mittelpunkt? Kein Mittelpunkt? Na gut, dann nicht. Oh. Solche Level mit diesen... Oh, nö. Kommt der hier hoch? Oh mein Gott. Toll, und jetzt? Ja. Okay, das ist an sich. So, hier müssen wir einfach richtig schnell sein, glaube ich. Denn wenn wir vor dem Pilz hier oben sind, dann können wir den gut ausweichen. So, blöder Pilz, du. Jetzt aber Mittelpunkt. So, jetzt wird das Level bestimmt richtig einfach. War jetzt so gut. Gibt's hier einen Spin-Jump? Nee, okay. Brauche ich den? Ich brauche den. GG, jetzt ist da unten so ein blöder Pilz und ich muss den Dude hier töten. Aber der scheint nicht allzu schwer zu sein. Okay. Dun, 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 dun. Die Musik ist ultra chillig. Okay, cool. War ja lol, was ist das denn für ein Effekt? What? Hat er sich erstmal ein paar Pilze reingepfeift da drin. Er ist die ganze Zeit weggelaufen in der Öffentlichkeit, um zu symbolisieren, dass er keine Drogen nimmt. Aber sobald er zu Hause war, hat er sich dann schön ein reingepfiffen. So habe ich das jetzt interpretiert. Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt, aber so habe ich es interpretiert.